Ja, moins meine Freshen Tierboots und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Und wie ihr seht, Leute, wir haben ein neues Pferd gekauft in der letzten Folge. Und mit dem Pferd geht es jetzt los auf die Jagd, Leute. Wir wollen einen großen Bären erlegen. Der Ritt soll relativ lange dauern. 2 Tagesritt, hat er gesagt. 1 bis 2 Tage. Wenn das jetzt 1 bis 2 Tage dauern soll, mal schauen, wie lange das wirklich im Spiel dann dauert. Schon relativ flott, das Pferd. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Und da? Er hat von 1 bis 2 Tagesritt gesprochen. Oder passierte irgendwas anderes? Gut, kann auch sein, dass jetzt quasi so ein Skip kommt. So ein Timeskip. Und wir das jetzt aus dieser Vogelperspektive hier sehen und wir dann auf einmal gleich da sind. Kein Plan. Okay, I think we need to head right up here. Ein riesigen Bär, hat er gesagt. Ein riesiger Bär. Bin sehr gespannt. Ich will nicht jedes Mal die Grafik loben, ne? Aber es ist wirklich schön. Es ist wirklich schön, Leute. Ich mag es, wenn man in Spiele so ein bisschen... Wenn man so ein bisschen in der Grafik versinkt. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn man sich richtig ins Spiel reinfühlt, ins Spiel reinversetzt, das ist das Beste und das ist das größte Kompliment für ein Spiel. Und das habe ich hier komplett. Komplett. Und das bei einer Ära, die schon lange her ist. Das ist nicht selbstverständlich. Wirklich gut gemacht. Und ich will das Spiel hier jetzt auch nicht bis in den Himmel loben oder so, aber es ist halt einfach gut gemacht. Ne, ich lobe es ja jetzt nicht grundlos oder so. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Jage einen Hasen. Okay, ich werde mal eben Hasen jagen. Huch. Mein Fehler. Ich wollte eigentlich den Bogen benutzen. Mann, Alter, es ist gerade voll dunkel. Da unten laufen welche. Das Jagen ist ja echt relativ entspannt, muss ich sagen. Begib dich zu Horsia.
Okay. Kann ich hier nicht langlaufen? Oh, dann laufe ich eben so. Zu ihm, passt schon. Er läuft irgendwie voll komisch mit dem Hasen auf der Schulter. Alright. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Halte gedrückt, um das Waffenrad aufzuschlagen. Drücke R1, um Objekt. Und dann soll ich hier ein Lager auf dem Crafting Sword auswählen und lasse L1 los, um es zu benutzen. Warte nochmal. Dann schlagen wir mal unser erstes Lager auf. I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Dann braten wir unseren ersten Hasen. Wähle das Rezept für Kleinwildfleisch aus. Benutze X, um den Hasen schneller zu kochen. Drücke R2, um den Hasen zu essen. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Nochmal kochen. Und essen. Das füllt die Energie wieder auf. Sehr gut. Ich glaube, das reicht. Alright. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. Das sieht auch cool aus mit dem Feuer, oder? Und diesem kleinen Lager. Man fühlt sich wirklich wie so ein Camping, wie auf so einem Campingausflug. Drücke Dreieck, um auszuwählen, wie lange du schlafen möchtest. Morgen. He better be worth all this drama. Wollen wir mal eine Runde pennen. Da wachen wir unter klarem Himmel auf. Morning, Arthur. You ready? Well, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. Sehr schön. Das könnte ich sein. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw them out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned on bear meat. Hurry up so we can get going. Okay. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Come on, grab your stuff and let's go. So, dann packen wir unser Lager zusammen. Und dann geht's los. Leute, stellt euch mal heutzutage vor, einfach, Leute, hier ist einfach nichts los. Freie Wildnis. Ihr könnt überall euer Lager aufschlagen, wo ihr wollt. Ihr seid einfach frei. Ihr könnt alles jagen, was so rumläuft. Freedom, Leute. Freedom. Heutzutage findest du sowas nur noch am Arsch der Welt. Da gibt's auch, da wo es wirklich... Okay. Nichts gibt. Also wenn ihr sowas hier findet, dann gibt es da in der Regel auch nichts. Oder es gibt so gefährliche Tiere, dass da keiner hin will. Gut, Bären sind auch nicht gerade ungefährlich, aber... Nein.
We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Dann wollen wir mal unseren Bären fangen. Bin gespannt. Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Du hast ein Jagdgebiet für legendäre Tiere betreten. Folge den Spuren, um das Tier aufzuspüren. Du kannst legendäre Tiere überall auf der Welt finden. Legendäre Tiere, okay. Wir sagen, hier gibt's jetzt... Oh, guck mal, da hinten ist irgendwas. Some paw marks here, Jose. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? Yep. This way. Und lass uns mal der Fährte folgen. Was ich noch mal eben kurz machen möchte ist, oh, ich hab, er hat die dicke Knarre hier, nicht ich. Ja. Ich sehe die Fährte kaum noch. Ah, da. Ah, guck mal, da gibt es wieder einen Hinweis. Wait a minute. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Oh, must ja. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Da hinten ist schon die nächste Spur. Wollen wir hier mal weiter gucken? Da. Something else on the ground, just here. There's shit here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's gotta be close. Let's keep going. Bärenkacke. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Ich würde sagen, wir benutzen Köder. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Ja, dann lass mal den Köder hinlegen. Und soll das hier der Köder sein? Moment. Starker Raubtierköder benutzen.
Dann warten wir mal. Ich würde gerne schießen. Oh, ich höre schon was. 1000 pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? See me. So do you. I'm fine. Let's just take a look at that bait. Sure. Folge Hosea. You only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Der kommt bestimmt hier gleich irgendwo her, der Bär. Give me a hand here. Got your knife? Oh fuck, der sieht nicht so gerade freundlich aus. Begib dich zu Hosea, wo ist er denn hin? Hat er sich direkt versteckt? You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think that was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well, ich will das Monster. I'm gonna stick around here for a while. Ich will mir den holen. I'll see you back at camp. Ich bin doch nicht umsonst jetzt hergekommen. Ich will mir den dicken Bären holen. Wir wollen doch nicht mit leeren Händen hier zurückgehen. Tritt ab mit gesenktem Haupt. Missionsinfo. Schieße mindestens 6 Mal auf den Bären. Schieße die Mission innerhalb von 12 Minuten ab. Spüre den Bären innerhalb von 1 Minute 30 auf. Okay, da waren wir wohl ein bisschen zu langsam. Schade. Aber egal. Nicht so schlimm. Dafür holen wir uns den Arsch jetzt von dem Bären. So, ab. Hat er mir die Waffe hier gelassen? Boah, mal das, Alter. Hätte mir doch wenigstens die Waffe hier lassen können. So, was mit dem Fragezeichen? Untersuchen. We gotta show you. Ain't close. Wir können ihm weiter folgen. Let's go. Oh, er hat da nochmal hingekackt vor lauter Aufregung. Must be near. Entweder er oder ich. Kann nur einen geben. Kommt der Lärm her? Er hat hier irgendwo eine Bahn? Sieht so aus. Komischerweise. Wow! Okay, Leute. Das kam überraschend.
Das kam etwas überraschend. Man hätte sich sogar noch daraus befreien können. Okay. Ja, was jetzt? Kann ich jetzt vielleicht einfach da weitermachen, wo ich zuletzt war? Hä, wo bin ich denn hier auf einmal? Bin ich auf einmal ganz woanders? Und wo ist mein Hut hin? Fuck. Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Ich dachte, ich kann jetzt einfach vielleicht nochmal einen neuen Versuch starten. Stattdessen starte ich hier irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich bin. Bin ich denn hier gelandet? Oh, guck mal, da ist noch eine Spur. Das scheint von Hasen zu sein. Nicht von den Bären. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's mit der Bärenjagd. Ich glaube, das kann ich wohl knicken. Schade. Ich find's jetzt ein bisschen schade, dass es das anscheinend irgendwie war, dass ich jetzt die Fährte verloren habe und jetzt nicht mehr weitermachen kann, wo ich eben war. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass ich einfach einen neuen Versuch starten kann, aber irgendwie hat sich das ja komplett erledigt. So, ich will noch mal eben kurz ins Menü reingucken. Fortschritt. Tiere. Hier sehe ich auch nur den Hasen, na toll. Da kann er anscheinend nicht mehr weitermachen. Allgemein nochmal auf die Karte schauen, ist, ob irgendwo was markiert ist. Guck mal, da. Da ist er doch. Alter, wo muss ich denn auf einmal hin, nur um wieder zu dem zu kommen? Gibt es vor allem keinen kürzeren Weg? Warum lande ich auf einmal hier oben? Ja. Wenn der Bär doch dort unten irgendwo ist. Wow! Jo! So kann man's machen. Leute, Alter! Jetzt weiß ich, warum man da nicht lang reiten soll. Jetzt weiß ich, warum man dort nicht lang reiten soll. Gut zu wissen. So kann's also laufen. Schade. Schade, schade, schade. Ich will wirklich wenigstens noch einen Versuch starten, den Bären zu holen. Ich finde, es wäre äußerst ärgerlich, das jetzt nicht mehr zu schaffen. Ich reite jetzt einfach mal so schnell es geht dahin. Mal gucken, wie weit es wirklich ist. Aber ich glaube, das ist wirklich relativ weit, nur um dort wieder hinzukommen, wo ich eigentlich schon war. Ah, wie ärgerlich. Guck mal, wie weit das ist, Leute. Das ist tierisch weit. Ich sag mal so, ich glaube, der Bär ist keine Pflichtaufgabe. Das heißt, wir können es auch einfach lassen und irgendwo anders wieder hin zu einer Aufgabe, die wichtig ist. Wobei, ich komme da jetzt eh wieder lang. Wenn ich da... Das ist echt ätzend, dass ich an dem Spot hier oben gestartet bin. Weil... Unnötig. Unnötig. Guck mal, was für ein Umweg ich laufen muss, nur um wieder dahin zu kommen, wo ich war. Das ist echt tragisch. Das ist ein bisschen schade. Das ärgert mich jetzt. Das ist das erste Mal, dass mich das Spiel wirklich abfuckt.
Sowas kann ich wirklich nicht ab. Dass der Spot so schlecht gelegt ist. Und ich glaube, das ist keine Absicht vom Spiel, sondern das ist halt einfach ein Fail vom Spiel gerade. Was ist denn mit dem Pferd los? Irgendwie ist die Energie leer und erholt sich auch nicht mehr so richtig. Ja. Müssen wir mal wieder ein bisschen Gas geben. Ich weiß nicht, warum das da gerade so rot angezeigt wird beim Pferd. Ich will aber noch einen Versuch starten, den Bären zu holen. Wenn es nicht klappt, dann machen wir in der nächsten Folge irgendeine andere Mission. Aber es scheint echt schwer zu sein. Habt ihr gesehen, wie der auf uns zugeprescht ist? Gut, ich hätte mich wahrscheinlich noch irgendwie vielleicht daraus befreien können, aber selbst dann wäre es nicht klar gewesen, ob ich ihn dann irgendwie treffe oder so. Und irgendwie habe ich auch eigentlich gar nicht die richtige Waffe dafür. Wir können gleich nochmal schauen, ob ich nochmal zu meinem anderen Gewehr wechseln kann. Hier oben ist es wohl wieder relativ frisch. Das Pferd ist echt am Limit. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann, dass mir das jetzt die ganze Zeit rot angezeigt wird da. Was ich machen soll. Scheint auch keine Höchstgeschwindigkeit mehr aufbauen zu können, seitdem. Ah doch, jetzt ist es wieder relativ zügig unterwegs. Ja, der legendäre Bär. Wie weit noch? Echt? Was für ein Umweg. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach eine Pause und versuchen unser Glück dann einfach in der nächsten Folge nochmal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Um 15 Uhr täglich kommt jetzt Red Dead Redemption 2. Bis dann, Leute. Bleibt stabil, haut da rein und bis dann. Ciao.